Und heute geht's weiter mit einer Genesis-Folge und heute werdet ihr sehen, wie wir ein bisschen Auto leveln und farmen. Ja, und ich lese wieder Kommentare vor. Bin neu auf deinem Kanal, Abo hast du. Danke auf jeden Fall für den Kommentar. Gaming Prank TV schreibt, bester Mann, danke nochmal für die schöne Zeit auf Pandora. Bruder, melde dich mal wieder. Ja, ich habe mich bei dir gemeldet auf WhatsApp und ja, war auf jeden Fall auch immer eine schöne Zeit mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, schade auf jeden Fall, dass du da nicht mehr so aktiv bist. Aber gut, wir sind ja noch in Kontakt. Dann schreibt Alexander nochmal top. Danke auf jeden Fall auch für diesen Kommentar. Freue ich mich auf jeden Fall immer drüber. Egal welche Resonanz. Dann Metin2NewWorld schreibt, schönes Intro und cool bearbeitet. Danke auch auf jeden Fall dafür. Hab mich ja sehr bemüht, da was ordentliches zu machen. Kurz und knapp, jetzt nichts so überschwängliches, aber ich denke, ich habe es ganz gut getroffen. Energizing schreibt, nice Video, weiter so. Danke auf jeden Fall auch für den Kommentar. Freue ich mich auf jeden Fall jedes Mal drüber. Und Gott Serena schreibt, Level auf Gaul, Ehrenmann. Erster YouTuber ohne ein Siegel, Baba. Ja, ich bin ehrlich gesagt noch von der Oldschool-Schule oder von der alten Schule, die noch zu Moscher-Zeiten und Leviathan-Zeiten, wo es noch 26 Server gab, schon gespielt haben. Da gab es das Ganze ja gar nicht. Und ja, ich bin immer noch jemand, der gerne mit dem Kampfgaul levelt. Jack oder Jack schreibt, hey, zu dem Kommentar, das Spiel ist so tot, wenn es deiner Meinung nach nichts ist, wieso likest und machst du ein Herz an den Kommentar? Logik. Ja, wie soll ich sagen, das Herz und das Like gebe ich einfach, weil ich mich über jeden Kommentar freue, über jede Kritik, über jede Äußerung und muss ja jetzt nicht heißen, dass ich den Kommentar jetzt schlecht finde, nur weil ich eine andere Meinung habe. Habe ich dir ja auch nochmal in den Kommentar geschrieben. Aber ja, deswegen. Und deinen Kommentar habe ich ja jetzt auch geliked. Ja, und ja, wie gesagt, im Hintergrund sehen wir jetzt erstmal wieder Genesis nach langer Zeit und wie ich da am Anfang unterwegs bin. Ich habe da so gut wie kein Equipment. Habe da ganz von null angefangen, ohne irgendwie mich selbst zu unterstützen. Habe mir auch direkt eine Shami aufgebaut, die dann auch buffen soll. Ja, und mit den beiden habe ich jetzt ein bisschen Auto gejagt. Und später dann mit Unique, also mein Main, habe ich dann noch weiter gequestet, also diese ganzen Jagdaufträge gemacht und halt noch Metins gefarmt. Das war dann so der heutige Beitrag. Und morgen wird es wieder Pandora-Videos geben oder zumindest ein Video, schauen wir mal auf jeden Fall. Und ja, was ich noch alles sagen wollte, gerade zu Beginn, was wichtig ist, auf jeden Fall so früh wie möglich dann Level 25 erreichen, um sich halt ein Pferd aufzubauen oder halt mit einem Siegel arbeiten. Das machen ja einige. Kann am Anfang zum Farmen auf jeden Fall nicht schaden. Jetzt so wie ich das gemacht habe, wenn man hier gar keine Unterstützung von außen hat, dann muss man sich das halt so nach und nach auf jeden Fall aufbauen. Ich habe zum Beispiel alles plus 3 und ja, bei mir dauert es auch, bis ich jetzt mir langsam gutes Equipment aufgebaut habe. Nehmt auf jeden Fall diese Junghelden-Waffen, denn die sind einfach unschlagbar zu Beginn. Und ich würde euch auch empfehlen, so schnell wie möglich dann auch wirklich durchzustarten, denn irgendwann läuft die Waffe ab und dann bringt sie euch nichts mehr. Von daher wäre es ziemlich schade, wenn man die dann ja sozusagen dann verschwendet. Und auch das Appaloosa sollte man eigentlich durchgehend mitnehmen. Ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich halt das nicht benutzt habe. Und den Fehler solltet ihr am besten als Anfänger nicht machen, sondern nutzt es, dann kommt ihr gut vom Fleck. Und nehmt auf jeden Fall alle Quests mit, alle Jagdaufträge. Und dann kommt ihr dann auch nach und nach vorwärts. Zudem ist es auch wichtig, die wichtigsten oder sinnvollsten Quests auf jeden Fall zu machen. Da wäre zum Beispiel die Jinhee-Quest. Da bekommt ihr am Ende einen Falobi. Also ein Verlobungsring und der wird im Moment sehr, sehr teuer gehandelt. Also es wären dann schon 20 Kaka für euch. Dann muss man auch nur einen Mob besiegen, ich glaube einen Mi-Jung. Da kriegt ihr dann ein Silberarmband und bei Eun-Jung, die muss man auch einmal besiegen. Das sind alles Eids oder so Eid-Bosse, würde ich jetzt mal sagen. Und die sind halt leicht zu besiegen, sage ich jetzt mal für die Quest. Muss man nur eine besiegen und dann kriegt ihr, glaube ich, eine Goldhalskette plus 4 oder so. Ist auf jeden Fall auch sehr nice.
Was ich ebenfalls noch loswerden wollte, ist, dass ihr auf jeden Fall alle Up-Items sammeln solltet und am besten auf einem separaten Char sammelt. Und da könnt ihr das dann so machen, dass ihr das dann sortiert und einfach das Up, den ganzen Up-Stuff einfach da sammelt, bis ihr Level 50 seid, meinetwegen. Und nehmt einfach alles mit und sammelt das da an. Denn ihr werdet es auf jeden Fall später brauchen können oder teuer verkaufen können. Von daher sammelt das und je sortierter es ist, desto mehr bringt es euch was. Denn dann könntet ihr zum Beispiel Young rüber transferieren und die Gegenstände, die ihr uppen wollt. Und dann wisst ihr, ihr habt auf jeden Fall genug Up-Stuff da. Ist immer besser, als wenn man spontan welches einkaufen will und dann findet man so schnell keins für einen guten Preis. Von daher einfach alles sammeln und wenn ihr jetzt von irgendwas habt, also irgendein Up-Item habt, was ihr selber so gut wie gar nicht gebrauchen könnt, aber andere könnten das gebrauchen, dann bietet es einfach für einen mittelgünstigen Preis an und dann werdet ihr das bestimmt auch zeitnah los. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was ich noch zur Pferdequest sagen wollte, ist, dass ihr da auf jeden Fall eine Pferdemedaille braucht. Die könntet ihr dann entweder kaufen. Die liegen zwischen 800 und zwischen 80 und 200k, je nachdem, was gerade Phase ist auf den Märkten. Und ja, wieso gerade der Young im Kurs ist. Ja, und da könntet ihr euch dann eine kaufen. Oder ihr geht halt ins leichte Affendungeon und erfarmt die euch. Also die gibt es in der Bosskammer und in dem, ja, in dem Raum, in dem großen Raum vor der Bosskammer, soweit ich weiß. Und halt in diesen Fluren auch teilweise. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Mobs die droppen. Aber ihr müsst auf jeden Fall ein Stückchen reingehen. Theoretisch droppen das alle, aber die Wahrscheinlichkeit wird halt höher, Pferdemedaillen zusammenzukriegen. Und fürs Kampfgaul braucht ihr dann nochmal insgesamt 10 Pferdemedaillen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die anzusammeln. Und zur Not könnt ihr die ja auch nochmal verkaufen. Ich habe auf jeden Fall alle behalten, damit ich dann auch später für die Charmy das nutzen konnte. Die Pferdemedaillen, da muss ich nicht mit der Charmy die selbst erfarmen und muss die auch nicht einkaufen. Und damit spart ihr dann auch auf jeden Fall Geld. Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist die Alchemie. Ihr solltet auf jeden Fall immer zu diesem Alchemisten gehen und täglich ihn ansprechen, damit er euch die Energie gibt. Und dann könnt ihr auch Drachensteinsplitter farmen. Am besten farmt ihr insgesamt 50 Stück, dass ihr insgesamt 5 Core Draconis am Tag bekommt. Und ja, wenn ihr die so langsam zusammensammelt, könnt ihr dann, also meiner Meinung nach, frühestens mit Level 61 die dann auch selber einsetzen. Farmt und habt die dann irgendwann hoch, wenn ihr das Geld habt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die einiges an Geld einbringt. Und sehr viele sparen sich halt auch dadurch Geld, dass sie das dann nicht von anderen Leuten einkaufen, sondern sich selber sehr schöne Alchemie zusammenstellen. Und ab Level 32 geht es dann los mit den Tagebuch-Quests. Die sind auf jeden Fall wichtig, wenn es um XP geht. Da würde ich auf jeden Fall erstmal alle Uriel-Quests, die es gibt, erledigen, um dann halt diese Tagebuch-Seiten-Quests dann auch freizuschalten. Und dann könnt ihr ab Level 32 diese dann erledigen. Ich glaube, insgesamt sind es 12 oder 13 Quests. Und die geben jedes Mal herausragend viele Erfahrungspunkte. Und wenn ihr die ansammelt, bis Level 50, sagen wir mal, habt ihr auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Richtung Level 61 euch zu leveln, ohne großen Aufwand. Parallel noch die Jagdquests, die euch immer 10-15% noch zusätzlich einbringen. Und dann seid ihr auch relativ schnell Level 61 und könnt dann die 61er Rüstungen und Schilder tragen, sowie den 60er Helm. Das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dahin.